Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wie schon angekündigt, werden wir uns jetzt zusammen alle der Seven vs. Wild Interviews zusammen ansehen. In der richtigen Reihenfolge auch. Das heißt, wir starten heute natürlich mit Sascha Huber. Ich freue mich drauf. Ich weiß, dass jetzt hier nicht alle, keine Ahnung, von euch hier drauf krass warten und gehypt sind, jetzt auch noch mit mir die Interviews zu schauen. Aber ich freue mich da sehr drauf. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Leute zu sagen haben. Gerade mit dem Wissen, dass die Interviews direkt nachdem die Leute abgeholt wurden, quasi abgesetzt wurden, dass da die Interviews direkt gefilmt worden sind. Mich hätte es gefreut, wenn die in der Reihenfolge des Ausscheidens gewesen wären, dass wir jetzt zuerst Nova bekommen hätten, dann Sabrina und dann den Rest der Bande quasi. Jetzt fängt es mit Sascha an, das hat wahrscheinlich auch irgendeinen strategischen Wert, vielleicht gehen sie auch noch im Alphabet, ich weiß es nicht genau. So oder so freue ich mich drauf, reinzuhören und reinzuschauen, was die Leute zu sagen haben. Wir starten, wie gesagt, heute ganz entspannt mit Sascha. 20 Minuten, ich bin sehr gespannt auf die Fragen, die Dave gestellt haben wird. Und ja, holt euch was zu essen, lasst es nebenbei laufen, wie auch immer. Genießt die Zeit, holt euch was Schönes zu trinken, ja. Und ich hab Bock, es war ein ultra cooles Projekt. Wir haben uns jetzt ja auch gerade noch die große Folge des Finales quasi angesehen, die letzte offizielle Behind-the-Scenes-Folge. Und das war wirklich, wirklich krass, finde ich. Das heißt, ja, das hat mich echt nochmal emotional ein bisschen mitgenommen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt rein. Let's go. Das hier ist das erste von 7 Interviews, das wir mit allen Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2 produziert haben. Ab heute kommt in täglichem Abstand jeden Tag ein weiteres Interview. Wir starten heute mit Sascha. Bei Staffel 2 hat sich einiges zu Staffel 1 geändert. Hast du dich in irgendeiner Weise auf diese Änderungen oder allgemein auf Seven vs. Wild vorbereitet? Ich sag dir jetzt mal was. Ich bin gerade im Buddhistenkloster, ja, für Video. Komm da raus, Handy abgegeben. Komm da raus, Millionen Nachrichten. Du bist nominiert. Krass. Staffel 2, Seven vs. Wild. Krass. Seven vs. Wild die ganze Zeit. Seven vs. Wild. Er war gerade im Kloster. Ja nominiert. Das ist ja nichts, hatte nichts zu bedeuten. So. Nominiert sind vielleicht viele. Komme ich nach Hause, richtig, die Community macht richtig Stress so jetzt. Mhm. Was ist los? Wir wollen Feedback so. Ich habe mir eine Woche Zeit gelassen und wusste nicht, ob ich mit dabei sein soll, weil auch bei der ersten Staffel wurde ich angefragt und da habe ich es mir echt nicht zugetraut. Mhm. Ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Und jetzt wurde ich halt öffentlich nominiert so. Und ich so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Aber natürlich entscheide ich dann immer noch für mich. Ey, ich egal, muss mal meine Facecam irgendwo anders hinpacken, kann das sein? Ich packe die mal ein bisschen weiter nach unten einfach. Das war falsch, so. Ich packe dir einfach mal so ein bisschen, weiß gar nicht, wo die am besten geplaced ist. Am besten ja eigentlich sogar auf der anderen Seite. Aber ich mag die Facecam oben links gar nicht, muss ich sagen. Ich packe die mal hier so hin. So. Dass das vielleicht irgendwie so passt. So. Kein Druck. Und habe mich dann dazu entschlossen, mitzumachen. Und der Unterschied, ich habe mich vorbereitet. Habe mir versucht vorzubereiten, auch mit Jagdkommando, Spezialeinheit, Österreich, Bundeswehr und so. Punkt ist aber, du wirst von Helikopter geschmissen. Landest da auf irgendeinen Spot, ich hatte im Kopf Sand, Palmen, geil, richtig weit geht's rein so, da kann ich richtig viel bauen und alles ist freie Fläche, nix da, nur Steine, nur steiler Hang, voll mit Stein und dann ist oben der Müll und dahinter ist einfach mal Grufenwald, aus. Keine Option, dass du irgendwie da rumgehst oder irgendwas dir anschaust oder zumindest für mich nicht. Und auf das kannst du dich nicht vorbereiten. Das ist einfach Next Level und für mich einfach komplett so, boom, schwimm darüber, wo bin ich da jetzt? Ich hatte auch gesagt in meiner Reaction auf die Behind-the-Scenes-Folge, dass ich Saschas Spot sehr nice fand, aber einfach, als die da mit der Drohne hingeflogen sind zum Abholen, so, das sah sehr schön aus, ja, bis auf den Müll da hinten sah es sehr schön aus. Der Spot an sich ist natürlich für Seven vs. Wild alles andere als optimal gewesen, ne? Verdammte Scheiße. Also wirklich, das ist so ein Schock. Du hast ganz anders im Kopf dir ausgemalt, aber wenn das dann rauskommt dabei, dann ist es einfach nur ein Schock. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast es dir etwas anders vorgestellt. Eine Sache, mit der ihr bestimmt auch nicht gerechnet habt, war der etwas speziellere Drop-Off. Erzähl uns bitte, wie der Drop-Off-Tag für dich abgelaufen ist. Ich sag dir jetzt eine geile Geschichte. Da bin ich sehr gespannt. Vom Aufwecken vom Drop-Off-Day. Was passiert? So, mitten in der Nacht. Ich pack die Facecam doch lieber oben hin, komm. Auch wenn ich sie persönlich oben links nicht so gerne hab. Haben das viele andere Streamer auch und ich glaube, das ist für euch gar nicht so schlimm. So. Ich kann nicht pennen, ganz klar, gell. Nämlich irgendwelche Tropfen, so pflanzliche, damit ich irgendwie runterkomme, ey. Ich war so nervös, mein Herz geht die ganze Nacht bum, bum, bum. Irgendwann höre ich um 4 Uhr morgens jemanden im Gang stehen. Wen sehe ich? Knossi und Otto. Sehe ich Otto in der Vollmontur, schwarzes Gesicht. Oh ja, so, true. Otto, ey, was machst du? Stimmt, ja. Ich habe eine Falle gebaut. Wenn die uns aufwecken kommen, dann würden wir so eine Aludose entgegengeschossen bekommen. Aber die sind nicht gekommen, jetzt gehe ich die suchen.
ja, wo ist, wohnen die? Ja, er sagt, ja, ja, die, geh einfach, er versucht rauszufinden, wo die, das Orga-Team schläft. Was passiert dann? Wir warten inzwischen den Gang, Knossi nicht, dann kommt er zurück, Otto. Sagt er, fuck, sag ich, was? Er hat gerade bei irgendeinem älteren Ehepaar angeklopft, in seiner Vollmontur, riesengroß, oh schwarz. Mein Gott, was? Das haben wir null gesehen irgendwo. Das, ey, okay, allein für solche Stories liebe ich diese Interviews jetzt schon. Oh, ich hoffe, Otto erzählt die Story auch nochmal aus seiner Sicht. Lol. Hat's angemalt und da wollte sagen, was ist jetzt los? Was sagt er so? Sorry, wrong door. Geh da wieder weg. Also ich glaube, die sind an dem Tag einfach vom Hotel wieder ausgecheckt. Du siehst so einen voll bemalten Typen. Ja, nach dem Moment natürlich nichts mehr gebrannt. Krass. Einfach nur noch gefiebert. Dann morgens beim Frühstück, Knossi kommt her, sagt einfach, Sascha, was machen wir? Die Wette. Überall die Kameras, blendet man aus, gell. Bin einfach schnell am Frühstück, wir fahren gleich los und so. Sascha, was machen wir? Wir müssen uns gegenseitig motivieren. Ja. Wetten wir 10.000 Euro. Wenn wir es beide schaffen, Schüler, keiner was. Aber nur, damit keiner aufgibt. Ja. Passt. Ja, ich sag einfach, okay, so, ich denke mir nichts dabei. Noch nie in meinem Leben so eine Summe irgendwie gewettet, irgend so ein Scheiß. Plötzlich sehe ich so, Scheiße, überall Kameras. Meinst du jetzt ernst? Ja, ja, das ist jetzt fix. Ja, passt, fix. Gut, das ist noch am Morgen passiert. Und dann sind wir los und die Ankunft im Helikopter war für mich eigentlich ganz krass. Ich bin mir ja schon mal herumgefetzt, aber ich musste die ganze Zeit aufs Klo. Ich hab's echt nur ausgehalten. Das krass! Ist so, ey, und das hat sich ja gezogen, der Drop-Off. Ja? Wie lange waren wir da in der Luft? Sicher 45 Minuten oder Stunde oder was. Und ich habe natürlich davor extrem viel getrunken. Denn ja, ich hätte auch. Kein Süßwasser essen, gibt, trinken. Nicht so was Wasser. Lol. Und die ganze Zeit so, ich muss aufs Klo. Stimmt. Aber ich war erst das letzte, vorletzte dran. Ja. Ist fast schief gegangen. Runtergesprungen, direkt. Alles schön laufen gelassen. Ja, das war so direkt ins Wasser rein. Verbindungen zum Helikopterflug. Zum frühen Morgen danach, ja. Oder morgen davor. Was war dann dein erstes Gefühl, als du die Helis gesehen hast? Geil. Ich dachte mir, hoffentlich der Heli nicht das Boot. Ich dachte mir einfach, so ein Start, was gibt's Geileres? Du springst da vom Heli, fällst da ins Wasser rein. Ist aber schon hart. Mach mal einen Knall, so richtig. Schon hart. Du gehst mal 4 Meter unter, tauchst wieder auf und denkst dir einfach, jetzt geht's los. Mit was für einem Knall kann sowas bitte noch heftiger starten? Nur so. Und du weißt, Helikopter fliegt weg und es ist bis ganz allein. Also das ist so ein Moment, der hat richtig geprägt. War krass. Okay, top. Also mit positiven Gefühlen reingestartet. Wie hat sich das dann aber in Richtung von Tag 3 geändert, als das Wetter immer schlechter wurde? Ja, also es war so, ich bin angekommen und dachte mir erstmal, cool, die Challenge startet jetzt endlich. Monatelang, wochenlang darauf vorbereitet. Endlich geht's mal los. So, aber dann, schon gecheckt, bei mir sind nur Felsen. Alles ist anders. Was mache ich da? Und dann hatte ich ja noch meine spontane, kann man das jetzt hier schon sagen? Ja, kann man sagen, ja. Meine spontane Idee, da meine Sachen auch einzugraben. Dachte mir, ich habe einen Sandstein, da grabe ich alles schön ein und so. Aber da waren nur Steine, wo ich die reingelegt habe. Ganz oben habe ich es versucht da einzugraben. So die krass eigentlich, ne? Da habe ich einfach gedacht, scheiß drauf, ich muss jetzt meinen Plan durchziehen. Ich habe dem Orga-Team nur Bescheid gegeben, auch nicht den Teilnehmern, weil ich nicht wollte, dass die dann Druck haben und so. Und ich wollte auch keinen Druck machen. Ich will es einfach nur, ich will auch nicht vergleichen. Ich will einfach für mich das. Ah, er hat das dem Orga-Team von Anfang an gesagt gehabt. Okay, krass, okay. Für mich das machen. Und ja, die meinten halt, ich habe gesagt, ey, lass mich nur in einen Gegenstand gehen oder halt verplompen die anderen. Und die so, na, machen wir nicht. Wenn du das machst, das Risiko musst du uns selbst tragen und selbst vergraben. Und dann viel Spaß. Okay, das ist so, abgesprochen, ja, das ist interessant. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gemacht. Das ist interessant. Ich komme von der Fitnessszene und nicht hier vom Survival. Ja, dann gemacht. Und dann dachte ich mir, war das jetzt eine gute Idee. Ich habe dann versucht, ein Seil aufzuhängen. Direkt durchgebrochen als Hängematte. Da habe ich nur noch eine Möglichkeit als Shelter gehabt und das war beim Meer. Ich habe natürlich noch nicht damit gerechnet, dass die Flut da kommen wird. Nach drei Tagen, du sagst, ein, zwei, drei Tage, Vollmond irgendwann, immer näher, jede Nacht. Ja, und dann bin ich einfach jede Nacht da gestanden, stundenlang, neben meinem Shelter, weil ich musste da raus, weil ich wusste, es kann jeden Moment zusammenbrechen, dann gehe ich da unter oder bleib stecken oder so, war ja richtig schwer und groß. Und dass dann das Gewitter kam, das erste war irgendwie nice zu erleben, so mal anders. Aber beim zweiten, beim dritten, das nie aufgehört hat, richtig Angst bekommen. Machete weg, ja, damit der Blitz da nicht irgendwie reinfährt. Hockst du da irgendwo, weißt die Krokodile sind da am Boden, 4 Stunden. Stimmt, ey, die ersten paar Folgen hatte Sascha echt richtig Panik vor den Krokodilen, die bei ihm ja nie gekommen sind, zum Glück, ja. Aber true. Da ging es dann los, wo ich wirklich so gemerkt habe, so, worauf habe ich mich da eingelassen? Das ist ja wirklich auch eine rationale Gefahr. Also es ist ja nicht so, da kann dir keiner versichern, dass der Blitz nicht trifft oder die Krokodile dich nicht fressen. Und da dachte ich mir, jetzt ist ein extrem mulmiges Gefühl. Und die Isolation hat
bei mir relativ schnell gekickt. Ich muss schon sagen, also wie sehr mir Menschen abgehen, das hätte ich mir nicht gedacht. Zumindest die Menschen im engen Kreis. Das glaube ich ihm. Wie schwer mir das fällt, allein zu sein einfach. Einfach komplett. Also ich habe es geschafft. Ja? Also es ging. Aber war schon heftig. Und da, wie du sagst, nach ein paar Tagen, da war das jeden Tag Thema, irgendwie abzulenken. Du stellst dir irgendwie Gedanken, versingst Lieder, irgendwas singst du da vor dich hin, lenkst dich irgendwie ab, so gut es geht. Okay, krass. War das dann auch so? Die Sachen von Dave. Okay, top. Okay, krass. Okay, cool. Okay, krass. Dein größtes Problem und wenn nicht, was war dein größtes Problem? Mein absolut größtes Problem war, Saschas größtes Problem war, was sagen wir? Die Flut halt eigentlich, ne? Die Flut würde ich sagen. Ja. War die Isolation. Oh, okay, ja, okay. Ja, gut, okay. Krass, hat man ihm nicht so sehr angemerkt. Ein, zwei Momente gab es, ja, aber aber hat man Leuten wie Sabrina logischerweise viel mehr angemerkt, dass die Isolation irgendwie ein Problem für sie war oder auch Nova halt, ne? Definitiv. Ich hatte Süßwasser, nichts zu essen, scheißegal im Vergleich, Moskitos zwar, scheiße, die Steine immer umgeknickt, ich hatte leider keine Schuhe, die Knöchel, also die waren nur Knöchel hoch, ja, nicht darüber, wir haben nichts stabilisiert, also ständige Schmerzen, Fußsohlen taten die ganze Zeit weh, kleinste Schnitte, Stiche. Stimmt, Sascha hatte als einziger kein professionelles Schuhwerk, sondern einfach so Laufschuhe mitgenommen, Turnschuhe quasi. Überall an den Armen sowieso. Stimmt. Aber im Vergleich zu dem allen, Durchfall, ja, alles volle Programm, Übelkeit, Schwindel, aber true. Das alles ist zu dem Gefühl, dass du isoliert bist und weißt, wenn echt was passiert, kann ich nicht sofort irgendwer retten und die Gefahr, auch wenn sie vielleicht nicht so hoch ist, weil es nicht so viele Krokodile da gibt. Die anderen Teilnehmer, zwei Teilnehmer haben sogar Krokodile gesehen, also so wenige gibt es anscheinend nicht. Ist einfach trotzdem ist die Isolation und das war für mich, das hat mich innerlich zerfressen. So, jeden Tag habe ich, glaube ich, auch sehr philosophische Worte an die Zuschauer gerichtet. Einfach versucht, das alles rauszulassen, mit der Kamera zu reden, authentisch auch zu sein und nicht auch Schwächen zuzulassen. Nicht zu sagen, ja, hey, nur weil es mir jetzt richtig schlecht geht, fühle mich das einfach nicht. Mir geht es ja auch wieder. Nee, Sascha kam schon sehr, sehr ehrlich auch rüber. Dann fühle mich nur das. Fand ich auch strong. Nein, bewusst mache ich so, dass ich auch die Phasen mitnehme, wo es mir nicht gut geht. Ja. Weil ich glaube, für alle, die sowas noch nie gemacht haben, da wird es wahrscheinlich den meisten genau gleich gehen. Ja, wenn nicht, so, vielleicht sogar noch schlimmer. Ja, weil mit nur einem Gegenstand 7 Tage durchziehen, wenn man sowas noch nie gemacht hat, war ich kein Zuckerschlecken. Und von dem her war mir es wichtig, das auch in die Message einzupacken. Isolation ist hart für uns Menschen und diese Grundbedürfnisse wieder zu erleben, einfach, dass das fehlt, essen gehen, ein geiles Essen im Kühlschrank, nimmst den Käse raus oder was trinken, Wasserhahn, Freundin, du liegst im Bett, du hast einen Insektenschutz, einen scheiß Insektenschutz an einem Fenster, was der für einen Wert hat, oder ein Dach, kann es auch scheiß Dach sein, kaputt sein, solange es das ist voll ist, schön, so wie die Leute das alles wertschätzen, so nach diesem Projekt. Luxus, was wir haben. Ich hab's auch voll wertschätzen gelernt und ich war nur Zuschauer. Riesengroß, Batsch, liegst du da drauf. Ja. Und all das war einfach, du hockelst nur da, kreuz wie ohne Ende, aber das alles blendest du aus, weil die Emotionalität einfach viel krasser wirkt als die körperlichen Schmerzen. Hammer. Bei mir. Okay, heftig. Wir hoffen, du hattest aber... Dave, Junge. Dave muss wirklich an seinen Überleitungen arbeiten zu den nächsten Fragen. Okay, heftig. Sag mal, wie war das und das? Oh, okay. Krass. Sag mal, wie war das? Ach man. Ey, aber nur Liebe an Dave. Nur Liebe an Dave. Aber nicht nur Schwierigkeiten und negative Gedanken. Was ist etwas Positives, das du aus dieser Zeit für dich mitnimmst? Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage. Also auf alle Fälle mal eine Kokosnuss, die richtig leckeres Kokoswasser drin hatte. Die war richtig... Das war so ein Gamechanger, ne? Das war so ein Safe. Dann, also mein Shelter, das zweite Shelter, nachdem das erste nicht geklappt hat, das zweite dann aber halbwegs geklappt hat, dachte mir, cool, wenigstens liege ich erhöht, relativ hoch, fühle mich safe, cooles. Ich glaube auch, wenn man eine Challenge relativ gut gemacht hat, so, ist auch nochmal so, pusht das einen so ein bisschen. Gefühl. Dann, was noch ein cooles Gefühl, da wird schon schwer. Ja, ich sag mal so, ich glaube, dieses coole Gefühl, das hast du im Nachhinein. Ja? Mm. Wenn du im Nachhinein realisierst, ich habe es geschafft. Ja. Und ich habe da jetzt für mein Leben was dazugelernt, was mir keiner mehr nehmen kann. Was mich vielleicht auch ein Stück persönlich, den Charakter weiterentwickelt. Ja? Das, glaube ich, ist so
und fürs ganze Leben einfach mitnehmen, dass man mit wenigen Dingen glücklich sein kann. 100%. Das macht mich jetzt richtig im Nachhinein richtig glücklich so, dass ich das erleben haben dürfen. Dieses ganze nichts zu haben ist richtig, wie es da gehen kann und wie gut es uns eigentlich geht. Und das, glaube ich, ist der wahre Wert von mir zumindest gewesen, hier da mitzumachen, um einfach wieder, ja, mal wieder back to the roots. Wie ist es eigentlich da draußen? Ehrlich, ich glaube, das ist für alle ganz big. Und das war der Hardcore-positive Effekt bei mir. Aber ansonsten Kokosnuss. Und wenn eine Challenge halbwegs geklappt hat, was nicht so oft der Fall war bei mir, muss ich sagen. Naja, 1-2 war gar nicht so kacke. Du mal den Wal rauskommt. Das war auch ein krasser Moment. Stimmt. Wusch, geil. Stachloch, das siehst du jeden Abend vorbei schwirren. So zu viert denkst du, boah, die sind auch sozial und so. Zu viert sind sie unterwegs, denkst du, cool. So Momente gab es schon auch, ja. Aber die meiste Zeit war natürlich einfach Überleben. Survival. Ja. Überleben. Im Endeffekt hast du es dir ja auch durch das Eingraben deiner Gegenstände schwerer gemacht, als es eigentlich für dich angedacht war. Würdest du dich wieder dazu entscheiden, deine Gegenstände einzubuddeln? Ja, ich sag ja. Und wenn du dir in der Mitte der Woche einen Gegenstand wieder hättest herbeiwünschen können, welcher wäre es gewesen? Oh, wieder einen Gegenstand herbeiwünschen? Ja, dann ganz klar Hängematte, ne? Ganz klar Hängematte. Feuer ist eh viel zu nass, lohnt sich nicht. Sein Tarp braucht er nicht. Hat er Tarp mit? Er hatte Hängematte mit. Hängematte, Feuerstahl, Wasserfilter, Machete hatte er mit, ne? Genau. Wasserfilter braucht er eigentlich auch nicht. Er hatte zwar Durchfall, etc. Woher das kam, weiß man natürlich nicht. Ich sag, er hätte Hängematte genommen, ganz, ganz klar, ne? Erste, die Antwort auf alle Fälle, ja. Mich pusht einfach die Challenge. Ich brauche das. Aber wenn ich weiß, bekomme 5 Gegenstände, vor allem 7, dann haben die gesagt 5. Weil für die Außenseiter von den ganzen Survival-Dingen, die geben mir mehr. Dann dachte ich mir, okay, ihr nehmt mir 2 weg, dann nehmt mir noch alle weg. Also bis auf die Machete. Scheiß drauf. Die Challenge, die brauche ich, die liebe ich und die motiviert mich halt auch. Und da geht es nicht darum, zu beweisen, jetzt schaue ich, kann es mit einem Gegenstand schaffen, sondern geht es einfach darum, mich selbst zu motivieren. Schau, du hast nur einen Gegenstand. Und jetzt bist du umso motivierter, wenn es regnet. Scheiß krass, Mentalitätsmonster auf jeden Fall, Sascha. Du hast dir ausgesucht. Numquam Retro sagt das Ja-Kommando. Es gibt kein Zurück. Ja? Und deswegen auf alle Fälle ja. Und ich hätte sonst sofort die Hängematte genommen. Sofort die Hängematte. Safe. Alles andere wäre auch nicht so wichtig gewesen halt. Flut. Jeden Tag musst du dir vorstellen, 2 Uhr nachts, nicht einpennen als Erster, nicht einpennen können, weil du nicht weißt, wann ist es soweit, dass die dagegen prescht. Kannst du sagen, ja, dann wäre ich eh munter, aber was, falls nicht zu gefährlich. Kannst fast nicht einpennen und dann mehrere Stunden neben dem Shelter zu stehen und zuzuschauen, wie du im Regen stehst und dein Shelter kaputt wird, ist natürlich mental der Horror. Und dachte ich mir einfach, jetzt Hängematte aufspannen. Seile sind genügend da am Strand, ja, einfach aufspannen. Hätte er sich viel Stress gespart, sage ich mal. Natürlich, wir haben gesehen, Hängematte war auch nicht optimal bei Knossi hier und da, aber gut, die Welt ist schön. Und wenn du dann noch ein Moskitonetz hast und einen Tarp, also wenn jemand sagt, er will in den Dschungel oder auf tropische Inseln, einfach mal nicht so krass, aber doch auch krass, einfach mal ein bisschen expeditionsmäßig, dann unbedingt Pflicht, Hängematte, mit integrierten Moskitonetz und Tarp drüber wegen Regen. Und ein Tarp, was da so dabei ist. Und du hast das geilste Leben. Oder halt zumindest nicht so ein schweres. Wunderbar. Was mich als nächstes interessiert, hast du in der Woche ernsthaft überlegt, den Knopf zu drücken und dich abholen zu lassen? Ja, also nein. Nein, hat er nicht. Ich hätte jetzt gesagt, also ernsthaft, aber so, dass man so mal drüber nachdenkt. Richtig abbrechen. Ich hatte echt auch scheiß Gefühle und alles war da und so. Fuck, aber richtig, dass ich gedacht habe, soll ich jetzt wirklich aufgeben, dann wären die jetzt dann da und soll ich es jetzt wirklich machen? Durch so, durch es nicht, so, das gab's nicht. Sogar in der Früh, wenn du den Code Green oder am Abend schicken musstest, immer doppelt gecheckt. Code Green, okay, wenn ich runterdrücke, steht Code Yellow, wenn ich wieder hochdrücke, Code Green, ist eh ausgewählt. Ja, Gott sei Dank, so, ist eher der Gedanke gewesen. Was aber nicht das Ganze jetzt, was nicht heißen soll, dass es für mich einfach war, ganz und gar nicht. Aber aufzugeben war keine Option, dann bist du hier, dann wartest du einfach. Ja, es bringt alles nichts, scheiß drauf. Und wenn ich aufgeben hätte, wäre, wenn, bei mir ganz ehrlich, wenn ich vielleicht ein Krokodil gesehen habe. Ja, okay, doch, safe, das glaube ich 100% auch, ja. Der hätte Sascha wirklich gedrückt. Weil der hatte ja echt die ersten 3-4 Tage hat er wirklich echt Angst. Danach hat sich das eingependelt, da war es kein Problem mehr irgendwie. Oder kein Thema zumindest mehr. Aber ja, safe. Wenn es bei ihm so wie bei Joris gewesen wäre. Ich glaube, er hätte gedrückt. Ich glaube, ich auch, ganz ehrlich. Also ey, ich hätte viel früher schon gedrückt, so ist nicht. Aber ja. Was für Krokodile leben hier und die sind, die fressen Menschen, das ist einfach Fakt, den kann man nicht schönreden, das ist einfach so, auch wenn es hier vielleicht nicht oft passiert.
Und allein das, dass ich da schlafe, in Mangrovenwald war ich auch noch, an deren Süßwasserquelle vielleicht, und ich schlafe da nachts und die fressen mich einfach. Und ich habe, keine Ahnung, und ich weiß, er lebt genau da eins, wo ich bin. Da wäre mir einfach die rationale Gefahr zu hoch gewesen, mein Leben einfach zu... Ich bin gern am Leben. Was soll ich sagen? Oh, ich bin gern am Leben. Das ist ein schöner Satz irgendwie. Keine Ahnung. Das ist ein schöner Satz. Das ist ein schöner Satz. Keine Ahnung. Ich lebe einfach gern. Und das ist mir einfach nicht wert. Das ist ein schöner Satz. Deswegen, auch wenn es nicht so eine Gefahr ist, zu sterben. Und mein Shelter, wenn das wirklich komplett zusammengebrochen wäre, wenn es am Anfang passiert wäre, dann ja, hätte ich vielleicht noch ein zweites gebaut, weil es am Anfang war, hätte ich nicht gleich aufgegeben. Wenn es am Schluss passiert wäre, gut, dann hätte ich vielleicht auch noch woanders gepennt, weil ich weiß, weil es der Schluss da. Ja, aber das wäre jetzt nur eine Zwickmühle gewesen. Aber ja, Hauptsache die zwei Dinger, ja, wäre eher so der Grund gewesen. Oder halt eine richtig heftige Verletzung. Aber ich hatte ja Übelkeit, Schwindelanfälle. Er hatte fast das volle Programm so, ne? Da einfach, da musst du durch, da musst du durch. Ja. Oder mit der Machete den Daumen geschnitten und so. Aber das durch, durch. Hammer. Die letzte und vermutlich wichtigste Frage. Was ist dein Fazit der Woche und würdest du deinen besten Freunden empfehlen, so eine Erfahrung mal selber zu machen? Boah. Ein Fazit zu finden ist schwierig, glaube ich. Im Nachhinein ist die Erfahrung jedem zu wünschen auf dieser Welt. Jedem. Die Frage ist nur, willst du es auch jemandem empfehlen, wo du eigentlich so jetzt dir denkst, ist das was für den? Weil wenn es für den nichts ist, dann hat er ja nur negative Aspekte und gibt sofort auf. Dann bist du extra weiten Weg hergeflogen, hast dich vorbereitet, bist ein paar Stunden da und zack, musst wieder weg und musst dann eine Woche da warten, dann war's doch nichts Schönes. Aber wenn du jetzt weißt, der könnte das ein paar Tage durchstehen, so, und auch wenn es nur ein paar Tage sind, dann würde ich es jedem empfehlen zu machen. Weil jeder Tag, den du verbracht hast, allein dort auf dieser Insel, ohne Handy, ohne Social Media, ohne Menschen, ist hart, aber er lehrt dich halt sehr viel. Und zeigt dir, welcher Mensch du halt wirklich bist. Und ich glaube, er hat mich auch echt zu einem besseren Menschen gemacht. Ganz ehrlich. Ich glaube wirklich, dass mir diese Erfahrung zu einem besseren Menschen gemacht hat. Weil ich habe echt dann auch so überlegt, ja, was ist wichtig? Du musst im Leben, was zählt wirklich? Freundschaften auch pflegen. Ja, nicht immer... Wirklich, die Interviews finde ich jetzt schon echt schön. Sascha ist mir hierdurch auch nochmal richtig ans Herz gewachsen. Die Worte, die er wählt, so die Ansichten, die er hat. Vielleicht mal schnell mal eine Freundin oder mal einen Job oder so, keine Ahnung. Auch Beziehungen gehören gepflegt. Und dieses Soziale, das gehört wirklich gepflegt. Und ich sag's dir, da habe ich so gedacht, ey, ich muss einfach auf mir Prioritätenliste machen, wo so Dinge wie Zeit mit Freunden verbringen, zurückzugeben, sei es irgendwelche Dinge, mal was Gutes zu tun, irgendwas, das halt wirklich auch öfter zu machen, weil das macht die eigentlich glücklich am Ende des Tages. Das klingt jetzt so pauschal und so, was man ja immer hört bei jeder scheiß Floskel. Aber es sind ja wahre Worte, so ist nicht. Aber am Ende des Tages ist es echt so. Wenn du was gibst und einfach Freunde hast, auf die du ziehen kannst, oder Familie und Freundin und sie auf dich, weil du auch weißt, ich bin für euch da, koste es was wolle, das ist doch schön. Das ist doch wirklich, das hat einen Wert. Alles andere, was ist ein Auto im Vergleich? Das hat ja keinen Wert. Ist ein Crash und ist für dich nicht mehr da. Zack, ist weg. Und am Ende des Tages sind es die kleinen Dinge, die zählen. Und ja, hat mich verdammt glücklich gemacht, die Erfahrung. Und hoffentlich auch, davon bin ich fest überzeugt, zu einem besseren Menschen. Ich glaube, uns alle. Diese Einsamkeit zu spüren, zu überlegen, zu reflektieren, glaube ich, sollten wir Menschen alle viel mehr, anstatt einfach zu sagen, ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber wie sieht es bei dir aus? Und diese Reflektion auch zuzulassen, auch mal Schwächen zu erkennen. Das kostet echt viel Energie und viel Zeit, so tief zu grübeln, wo du denkst, ja, eigentlich ist doch dieser Charakter zu gut. Und dann denkst du aber, ja, denk mal nochmal nach und nochmal nach. Okay, was könnte ich ändern? An dir selbst. Und das halt schon, das braucht viel, glaube ich, auch Disziplin und Mut, da sich das zu trauen, seine eigenen Schwächen zu erkennen, die zu reflektieren und dann zu verbessern und vor allem halt zu erkennen und dann aber auch umzusetzen. Wow. Was für schöne Schlussworte. Herzlichen Glückwunsch. Alles, was Dave sagt, ich weiß, dass das ist, weil er es halt im Off aufgenommen hat. Er hat es nachrecorded. Nicht hier live eingesprochen, sondern zu Hause. So. Deswegen hört sich das so ein bisschen so, wow, was für schöne Schlussworte an. Aber ja, Dave, guter Mann, wie gesagt. Als einer der Personen, die 7 Tage durchgestanden hat. Ja! Und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Dankeschön. Ey, danke. Macht es gut, gell? Peace the fuck out.
Ey, richtig schön, Mann, richtig schön, krass. Ich find's echt, ich find's spannend, was die anderen auf die Fragen zu antworten haben. Gerade natürlich bei Knossi freue ich mich sehr drauf. Aber auch bei Nova oder Sabrina, die jetzt halt nicht so lange da waren wie die anderen. Gerade bei Nova natürlich. Aber auch bei jedem Einzelnen, glaube ich, der wird anders auf die Fragen antworten, anders reflektieren, falls es immer dieselben Fragen sind, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ich freue mich drauf, wir werden uns morgen direkt das nächste Interview ansehen. Ich weiß gar nicht, wer als nächstes dabei ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, Knossi war der Letzte und ich glaube, vorletzte war Fritz. Ansonsten weiß ich die Reihenfolge nicht mehr genau. Ich freue mich aber sehr drauf. Es war richtig cool, nochmal so ein paar, ja, nachdenklichere Worte, gefasstere Worte zu finden oder zu hören von Sascha jetzt. Und ich freue mich sehr drauf, echt. Finde ich einen coolen extra Bonus, den wir nochmal hier bekommen. Freunde, freut mich sehr, dass ihr am Start gewesen seid. Wir sehen uns morgen, wie gesagt, mit dem nächsten Interview. Heute aber noch mit einem anderen Video. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wollte ich sagen, aber ich hoffe, ihr seid am Start. Und ja, dann sehen wir uns. Bleibt fresh, so wie immer natürlich, und ciao.